Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark mit Elvira und wir sind gerade, nachdem wir in der letzten Folge das ganze Heimwerksmaterial umgezogen haben und ein paar Klamotten und hast ja nicht gesehen, sind wir wieder auf dem Weg zurück zur Verarbeitungsstation, um im nächsten Schritt die erste Ladung Fleisch rüberzubringen. 3 Stunden Tageslicht übrig. Wir werden in der Verarbeitungsstation erstmal schlafen müssen, was aber nicht schlimm ist. Dadurch verbrauchen wir wieder ein paar Kalorien. Die Taktik, die wir uns zurechtgelegt haben, scheint ganz gut zu funktionieren, nämlich dass wir das Hasenfleisch so gut wie möglich reduzieren und das andere Fleisch erstmal umziehen, weil das Hasenfleisch einfach gewichtstechnisch am schwersten wiegt, weil es einfach am wenigsten Kalorien bietet. Deswegen kriegen wir da relativ schnell relativ viel Gewicht reduziert und brauchen es einfach dann nicht mehr mit umziehen. Und ich hatte ja schon angekündigt, ich werde kein Stück Fleisch hier liegen lassen. Und ab jetzt ziehen wir quasi nur noch Fleisch um. Wir nehmen natürlich immer ein bisschen Wasser mit, logischerweise. Aber wir ziehen nur Fleisch um. Was bedeutet, Wölfe können uns eigentlich mal am Poppes lecken. Denn wir können natürlich das Fleisch dann wunderbar auch als Köder benutzen. Und es ist ja auch so, dass wir letztendlich immer das schlechteste Stück Fleisch, glaube ich, rausschmeißen, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von daher ist das alles wunderbar. Wir werden jetzt einfach ein bisschen Zeit damit verbringen, zur Küstenstraße umzuziehen. Das ist einfach so, machen wir so. Und ich wähle jetzt hier den kurzen Weg in der Hoffnung, dass wir uns nichts brechen. Weil Elvira ist ja hart im Nehmen. Naja. So, guck mal. Das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Ja, perfekt. Okay. So. Jetzt habe ich in der letzten Folge ja ganz viel erzählt, was sich in naher Zukunft auf meinem Kanal ändern wird, was sich schon geändert hat, wie da meine Gedanken zu sind. Und ihr werdet mit Sicherheit schon das eine oder andere in die Kommentare geschrieben haben, was ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen kann, denn heute ist immer noch Donnerstag. Ich habe gerade eben die Folge für gestern aufgenommen und das ist jetzt die Folge für Freitag. Von daher kann ich dann natürlich noch nichts zu sagen. Ich vermute aber mal, dass ganz viele von euch meine Gedanken verstehen können, nachvollziehen können. Und vielleicht sogar noch ein paar Ideen eingebracht haben in meine Gedanken. Zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, sitzen wir gerade munter, fleißig, muckelig im Livestream und quatschen über das eine oder andere. Ich weiß noch gar nicht, was ich im Livestream spielen werde, gespielt habe. Ein Zeitparadoxon. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht sicher. Gucken wir mal. Müssen wir morgen mal schauen. Also muss ich morgen mal schauen. Ja, und ein ganz wichtiges Thema für mich ist, was machen wir, wenn der Patch rauskommt? Ich habe da mit dem Ingo ganz leicht schon mal drüber gesprochen, weil der Ingo sagt, oh, ich will unbedingt, wenn der Patch rauskommt, möchte ich unbedingt auch was vom Patch sehen. Was wir machen können natürlich, so relativ am Anfang, wenn der Patch rauskommt, können wir natürlich zusätzlich, in Anführungszeichen, die Gejagt Teil 2 Challenge machen. Das ist allerdings natürlich auch was man wunderbar im Stream machen kann. Ich mache das aber auch gerne in einem Let's Play. Das ist mir eigentlich wurscht. Was ich nicht machen kann, weil es einfach zeitlich wirklich nicht funktioniert, ich kann es nicht gleichzeitig mit Elvira Staffel 8 Folgen machen. Das wird echt zeitlich nicht funktionieren. Noch ein Ding ist, ich würde wirklich ungemein gerne den neuen Schwierigkeitsgrad spielen, weil der einfach so sensationell gut ist. Und meine Gedanken kreisen sich darum, das eventuell abwechselnd zu machen. Sprich, dass ich zum Beispiel montags Elvira, dienstags neuer Schwierigkeitsgrad, mittwochs Elvira, donnerstags neuer Schwierigkeitsgrad, freitags Elvira, samstags neuer Schwierigkeitsgrad, Sonntag Elvira, montags neuer Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort. Ich denke, ihr versteht das System. So könnte ich mir das vorstellen. Würde bedeuten, es würde nach wie vor jeden Tag The Long Dark geben. Aber dann halt nur alle 2 Tage immer im Wechsel halt das entsprechende Gameplay. Boah, was willst du denn von mir? Geh da weg. Zum Glück habe ich mir noch ein bisschen Spunden aufbewahrt.
Und zum Glück folgt der Wolf uns ja hier nicht durchs Gitter. Oh oh. Nein, schnell auf die Treppe. Alter, junger Vater hier. Tschö. Puh, da wurde mir aber gerade mal kurz spontan ein bisschen schwindelig. Ja, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das so machen. Das bringt zum einen natürlich ein bisschen Abwechslung in die, sage ich mal, Einöde, die wir gerade mit Elvira natürlich haben und auch im Prinzip schon in der 6. Staffel mit Gretchen hatten, auch wenn wir da natürlich unverhofft gestorben sind. Weil ganz ehrlich, und das schreiben ja auch viele von euch schon, ne, Stalker ist halt echt keine so großartige Herausforderung mehr. Ne? Das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber es ist einfach so, dass ich in der 6. Staffel gestorben bin, kombiniert aus Dummheit und Bug. Und das Verhältnis liegt meiner Meinung nach deutlicher beim Bug als bei Dummheit. Und wir hatten mit Gretchen schon über 240 Tage oder sowas, 260 Tage, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und der neue Schwierigkeitsgrad ist wirklich, finde ich, sehr packend. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe bestimmt 10 Spielstände oder sowas schon angefangen und bin immer relativ fix gestorben, muss ich sagen. Deswegen wäre das halt eine Überlegung. Und das würde ich echt gerne so machen. Das wäre meine präferierte Vorgehensweise, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich weiß. Ich nehme mir hier mal so ein paar Stücke Hase raus. Super. So, und werde dann mal hier in eins reinbeißen schon mal. So, da werde ich auch schon mal reinbeißen. So, in die restlichen beiße ich noch nicht rein. Wir trinken aber mal was. Wunderbar. So. Und dann würde ich sagen, pass auf, wir schlafen direkt 12 Stunden. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann packen wir gleich das Fleisch zusammen. Sehr schön. Na komm, wir brauchen kein Wasser sparen. Ich trinke das Wasser jetzt so, wie es ist. Und esse dann die beiden Stücke Kaninchen hier nochmal. So, und schon wieder haben wir 2,5 Kilo. Ja, nicht ganz 2,5 Kilo, aber über 2 Kilo. Hase wieder weg. Da war das unsichere Wasser drin. Wir nehmen 1 Liter Wasser mit. Wir haben ja gemerkt, das reicht eigentlich 1 Liter. So, und jetzt haben wir 12,32 Kilo. Wo genau bin ich? Hier bin ich richtig. So. So, und jetzt packen wir einfach das Fleisch auf der Treppe ein. Ja, minus 1 Grad, das ist aber erstmal egal. So, ich packe jetzt hier das ganze Fleisch ein. Und gucke mal, wo wir dann letztendlich gewichtstechnisch landen. So, 34,2 Kilo. Wir können noch ganz viel Fleisch mitnehmen. Und ich möchte echt versuchen, das auszureizen. 47,5. 49,5. So. Okay, so. Und das ist die Grenze, die ich maximal, ne, also unter 50 Kilo. Da ist man kann nicht mehr sprinten, das gebe ich zu, aber man ist trotzdem noch schnell genug, um fix vorwärts zu kommen. So, und das bedeutet, wir haben jetzt über 35 Kilo mitgenommen. Und das ist schon mal völlig in Ordnung. So, ich werde jetzt hier mal kurz einen Bogen machen. Ich würde eigentlich gerne da wieder auf die Straße gehen, aber da hinten in der letzten Folge ein Wolf war, der auch eigentlich von der Straße gekommen ist, ich ihn aber jetzt gerade nicht mehr sehe. Ah, komm, wir sind jetzt schon über den Zenit hinweg, deswegen gehe ich dann doch mal hier übers Eis. Ja. So, wir haben Köder im Inventar ohne Ende, ne? Wir könnten theoretisch alle Wölfe zuscheißen mit entsprechenden Fleischködern. Machen wir aber nicht. Wir werden jetzt einfach weiter vorwärts gehen.
So, das heißt, die Treppe haben wir fast sauber, ne? Ja. Wir werden aber noch zweimal laufen müssen. Ne? Auch wenn wir das Kaninchenfleisch komplett wegkriegen sollten, müssten wir noch zweimal laufen, denn wir haben ja noch ein bisschen Werkzeug, den Bogen, die Pfeile da, die ich extra hier gelassen habe, ne? falls wir doch nochmal irgendwas machen müssen. Wir haben noch ein paar Felle da, die ich ja hier gelassen habe zum Reparieren. Im Zweifel. Von daher ist aber alles im grünen Bereich. Wir werden noch einfach noch zweimal laufen. Das macht nichts. Wir haben jetzt gerade mal 10 Minuten in dieser Folge. Von daher passt das schon. So, ist auch gerade echt ruhig und chillig und angenehm hier. Alles im grünen Bereich. Auch bei diesen Umzugsfolgen war wieder die Diskussion so, mache ich das alleine im Schnelldurchlauf und fasse es dann halt in einem Video komplett zusammen. Aber als ich das letzte Mal gemacht habe, waren sich eigentlich fast alle einig. Mach das nicht, Klaus. Wir wollen das alles mitkriegen und du erzählst ja auch immer ganz viel und das ist ja gerade das Interessante. Eigentlich ist das Spiel auch völlig egal. Nein, so war es nicht, ne? Aber das haben echt viele gesagt, ne, gehört halt zum Spiel dazu. Und der Meinung bin ich so insgesamt halt auch, ne? Deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, hier so Umzugsfolgen zu machen. Und letztendlich muss man sagen, es ist ja auch nicht so super langweilig, denn man hat zumindest auf dem kurzen Weg hier immer noch so die ein oder andere Gefahr. Ich wollte gerade sagen, die Laterne habe ich hoffentlich mitgenommen. In Form von Wölfen natürlich, ne? Die man ja dennoch irgendwie beachten muss und berücksichtigen muss. Und auf die man vor allen Dingen Acht geben muss. So. Hier sind wir. So, und wir werden in dieser Folge, wenn wir nur bis zum ersten Auto an der Küstenstraße gehen, da werde ich erstmal eine Ladung Fleisch lagern. Denn ich muss natürlich auch gucken, dass ich das irgendwo extern, in einem externen Behälter gelagert kriege. Deswegen, okay, den muss ich jetzt so ablenken. Da habe ich keine große Wahl. Und ich werde versuchen, ob ich hier außenrum gehen kann und dem Wolf einfach das Fleisch überlassen kann, ohne dass ich ihn jetzt da noch mehr reize, wenn ich dran vorbeigehe. Oh, da kommt direkt der Nächste, ne? Okay, der flüchtet irgendwie vor uns. Ich gehe aber jetzt nicht zurück und gehe das Stück Fleisch holen. Das ist mir jetzt gerade in der Tat völlig egal. Eieieiei. Dummer blöder Drecksackwolf, echt ey. Ich schmeiß dir jetzt noch ein Stück Fleisch hin. Wenn du das nicht frisst, kriegst du aufs Maul. Ohne Witz. So, das sollte eigentlich passen. Ja, sieht so aus, als ob er das gefressen hat, das Köder. So, und schon sind 3 Kilo Fleisch wieder weg. Mehr oder weniger sinnvoll verwendet. Ach, komm schon. Sehr schön. Mehr oder weniger sinnvoll verwendet. Das ist aber in Ordnung. Kann ich mich gut mit arrangieren. Ne, also so habe ich überhaupt kein Problem damit, ein bisschen Fleisch hier liegen zu lassen. Wenn wir dadurch keine... Was machst du denn da? Wenn wir dadurch keine Kämpfe mit Wölfen haben, finde ich das völlig in Ordnung. Aber das Fleisch jetzt hier vergammeln zu lassen in irgendeinem Schrank, fände ich halt in der Tat relativ blöd. So. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war, bevor die Wölfe mich überrascht haben. Ich weiß es nicht mehr. Warum flackert hier meine Windows-Leiste? Wenn mir jetzt ein Windows-Update sagt, ey Alter, ich starte jetzt einfach mal deinen Rechner neu, du doof. Dann raste ich aus. Dann raste ich aus, ich sag doch. Ja. So.
Ach so, dann kann ich ja hier direkt mal sagen, obwohl ich das wahrscheinlich jetzt schon im Stream erzählt habe auch, aber ich sag's hier auch nochmal. Nächste Woche, am 23. wird es keinen Stream geben und am 24. auch nicht. Das heißt, nächste Woche wird es gar keinen Stream geben, es sei denn, ich krieg's irgendwie hin, vorher zu machen, was ich nicht versprechen werde, weil ich es vermutlich nicht hinkriegen werde. Denn nächste Woche hat meine Frau Geburtstag. Deswegen werde ich da keinen Livestream machen können. So sieht's aus. Bekanntermaßen, meine Frau und ich haben ja im September beide Geburtstag, sind beide Jungfrauen. Von daher ist das leider dann einmal im Jahr so, dass es im September unter Umständen dann mal keine Streams gibt. Ich glaube, nächstes Jahr müsste ich an einem Freitag Geburtstag haben. Ne? Ich hatte dieses Jahr an einem Donnerstag oder schon an einem Mittwoch, ich weiß gar nicht mehr. Ne, ich hatte an einem Donnerstag Geburtstag. Das heißt, nächstes Jahr müsste ich eigentlich an einem Freitag Geburtstag haben, es sei denn, nächstes Jahr ist ein Schaltjahr. Ist nächstes Jahr ein Schaltjahr? Das kann nicht sein, ne? Nächstes Jahr ist 2017, ungerade Zahl, kann eigentlich kein Schaltjahr sein. So, hätten wir das auch geklärt. Ja, also, wisst ihr Bescheid. Nächstes Jahr, 1.9. wird es keinen Livestream geben. 1.9.2017, kein Livestream. Obwohl, vielleicht mache ich einen Geburtstags-Livestream. Das kann man ja eigentlich auch mal machen. Hat man ja nur einmal im Jahr, ne? Okay, ich revidiere alles, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Klaus... Was heißt revidieren? Kann man das mit einem Revidierer machen aus einem Schreibwarenfachgeschäft? Ja, kann man. Mit einem Revidierer. Das sind diese Revidiergummis, die man so kennt, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Revidiergummis kennt ihr alle, oder? Die sind auf der einen Seite sind die blau und auf der anderen Seite sind die rot. Und damit kann man alles revidieren. Herrlich. Lustig ist doch mal wieder der Klaus. Total lustig. Ich deabonniere ihn jetzt. Der ist mir zu lustig. Ich revidiere sozusagen mein Abonnement. Jetzt wird es echt langsam verzwickt, ne? Und so langsam wächst auch schon Gras über die ganze Sache. Ja, was soll ich sagen? Manchmal ist das so, ne? Manchmal ist es einfach so, dass der Klaus euch ungehemmt seine Gedanken mitteilen muss, seien sie noch so sinnlos. Revidierer finde ich irgendwie lustig. Warum habe ich denn jetzt Hunger? Es ist gerade mal kurz vor 11 morgens und ich habe Bärenhunger. Versteht ihr? Ganz Inventar voller Fleisch und der Klaus hat Bärenhunger. Auch wieder ein Riesengag. So ein Riesengag à la Klaus. Gag à la Klaus. Ich habe gerade eine neue Wortkuriosität erschaffen. Gag à la Klaus. Was ist denn los hier? Das ist, wenn ich Nährstoffmangel habe. Ne? Sobald ich anfange, Hunger zu kriegen, kriege ich entweder Kopfschmerzen oder ich laber nur noch sinnlosen Scheiß daher. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Aber irgendwie müssen so The Long Dark Folgen ja auch, wenn wir hier schon die ganze Zeit umziehen und Fleisch hin und her schleppen, wo jetzt viele von euch sagen, oh nein, Klaus, lass doch da scheiß Fleisch da. Schönen Gruß an Kratzwurst, ne? Wenn, liebe Kratzwurst, wenn du die Wurst im Spind wärst und ich würde dich zurücklassen, wärst du auch nicht froh, ne? Ich sag's dir. Und jetzt geh mir nicht auf den Sack mit dem scheiß Fleisch, was ich im Schrank lassen soll. So, mal gucken, ob die Kratzwurst das Video bis zu diesem Zeitpunkt guckt und ob sie das mitkriegt. Schönen Grüße an dieser Stelle. Ich mag dich. Ich mag alle meine Zuschauer. So, komm, jetzt steh doch mal auf jetzt hier. So, Laternen kann schon mal wegstecken. Ich könnte ja eigentlich noch mal was singen, aber das mache ich vielleicht erst in der nächsten Folge. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben 14 Minuten. Kann das sein? Nee, wir haben 19 Minuten. Klaus, das Mathe-Genie. 55 minus 36 sind 14. Wer weiß es nicht? Natürlich sind das 14. Das ist immer das, was ich sage, denn ich habe immer recht. Ja, so sieht's aus. So, ach so, da fällt mir gerade mal ein, der Andi mit Y. Der Andi Y, das ist auch ein Gag, der wird leider nie schal irgendwie, ne? Das ist, ja. Auf jeden Fall hat er mir geschrieben, Klaus, ich würde vor dem Patch an deiner Stelle noch das zweite Gewehr auf 100% bringen, denn
Nach dem Patch, nach dem nächsten, gibt es für das Gewehrreinigen keine Skillpunkte mehr. Und da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Denn das zweite Gewehr, ich, das ist einfach, Ich bin beim Gewehr aus folgendem Grund zwiegespalten. Die Trefferwahrscheinlichkeit beim Gewehr wird ja mit zunehmendem, mit abnehmendem Zustand, mit zunehmendem Abstand, wird die Treffergenauigkeit beim Gewehr ja geringer. Und es können einem auch so lustige Sachen wie Ladehemmungen begegnen. Deswegen finde ich, besonders beim Gewehr, es nicht ratsam, die Reinigungssets auf mehrere Gewehre zu verteilen. Finde ich einfach nicht sinnvoll. Denn das kriegt man nicht aufgeholt. Ne? Diese, also man hat dann einfach diesen Genauigkeitsverlust. Den hat man dann einfach bei allen Gewehren, die man halt gereinigt hat. Ne? Und das ist irgendwie, also man muss das einfach dann bei mehreren Gewehren aufholen. Und das finde ich im Fall der Gewehre nicht sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen widerstrebt mir das ein bisschen, wie ihr gemerkt habt. Und ganz ehrlich, wir sind jetzt hier mit... Ich werde jetzt gleich nochmal gucken auf unsere Skills. Wir nähern uns Level 4. Und ich glaube, das zweite Gewehr war auf 70%. Ne? Und die 6 Reinigungen, die wir dann damit machen könnten, bringen uns auch nicht wirklich weit vorwärts. Also deswegen werde ich das nicht tun. Jetzt könnte man sich die Frage stellen. Ja, Klaus, warum hast du denn das zweite Gewehr dann aufgehoben? Und diese Frage ist total berechtigt. Ich weiß es nicht. Ich hätte das auseinandernehmen können und dann hätten wir ein bisschen... Da kommt wieder ein Einbrecher. Deswegen hört man meinen Hund bellen. Dann hätten wir ein bisschen weniger Gewicht halt mit zum Rumtragen gehabt. Ne? Ich habe da aber einfach nicht drüber nachgedacht, wie das manchmal so ist beim Klaus. Ja, so ist es. Und eine Sache muss ich jetzt leider wirklich an dieser Stelle mal anprangern. So halb zumindest anprangern. Ich finde das total super, dass so eigendynamische Diskussionen unter euch auch entstehen, ohne dass ich mich da irgendwie beteilige. Das ist total sensationell, finde ich total super und ich lese das sehr gerne, auch wenn ich dann halt da manchmal nichts zu schreibe, weil ich es einfach unnötig finde, da meinen Senf noch mit hinzuzugeben. Aber es gibt so eine Sache, ihr wisst sehr genau, und das hatte der Andi, glaube ich, auch geschrieben, also auch der Andi Y. Ich bin total offen für Vorschläge und Kritik und überhaupt und sowieso. Aber seid mir halt nicht böse, wenn ich anderer Meinung bin und das einfach anders mache. Und dann ist es manchmal für mich echt mühselig, wenn darüber diskutiert wird, warum ich denn jetzt zum Beispiel die Ersatzklamotten unbedingt mitnehmen möchte. Es ist doch einfach Gewichtsüberfluss und es ist auch total überflüssig, weil auf der neuen Map finde ich ja wieder Gegenstände, also wieder neue Gegenstände. Ne? Und ich äußere mich dann da 2, 3, 4, 5, meinetwegen auch 10 Mal zu, aber dann ist es auch irgendwann gut halt. Ne? Das ist jetzt nur ein exemplarisches Beispiel gewesen. Oh, verschlossen. So viel zur Taktik. Ich lege das mal hier ins Auto. Das ist manchmal echt müßig. Ne? Es gibt halt gewisse Dinge, da bin ich einfach anderer Meinung. Und ich habe das in der letzten Folge erklärt mit den Ersatzklamotten, um bei dem Beispiel mal zu bleiben. Ist es nun mal einfach so, die wären da vergammelt. Und wenn wir irgendwann wieder da hingekommen wären, hätte man die nur noch auseinandernehmen können und Stoff draus machen können. Und dann sage ich ganz ehrlich, dann nehme ich sie lieber mit. Brauche mich hier auf dieser neuen Map erstmal nicht drum zu kümmern, neue Ersatzklamotten zu besorgen, sondern habe erstmal welche. Und wenn ich dann bessere Klamotten finden sollte, kann ich die hier auf der Map ganz gemütlich austauschen. Und die, ich weiß nicht mehr, was es waren, irgendwas habe ich zusammengerechnet letzte Folge, 4,5 Kilo, 5 Kilo oder sowas, haben den Hasen jetzt auch nicht fett gemacht. Ne? Das ist halt einfach so das Ding. Und wenn ich so eine Staffel wie diese hier eröffne und direkt in der ersten Folge ganz breit erzähle, dass ich die Ressourcen auf dieser Map hier besser nutzen möchte, dann können wir gerne, sehr, sehr gerne wirklich auch ganz ehrlich darüber diskutieren, ob es denn Sinn macht, dass ich Elvira hungern lasse oder halt auch mal, keine Ahnung, irgendwas zu Ende crafte, bevor ich getrunken habe und dadurch Zustand verliere. Ist alles in Ordnung, aber bei solchen Fällen werdet ihr mich
echt ganz selten überzeugt kriegen, dass ich daran was ändere. Ne? Und so ist das zum Beispiel auch mit dem Fleisch. Deswegen mache ich jetzt diese Umzugsfolgen, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach kein Fleisch da liegen lassen. So ist es einfach nun mal. So, pass auf, ich werde jetzt eine Sache machen. Hier passen echt nur 10 Kilo in so eine Leiche rein. Ne? Das ist ja abartig. Okay, dann nutze ich die bestmöglich, die 10 Kilo. Gucken, ob ich irgendwo ein kleines Stück Fleisch habe hier. Ja, leider nicht. Alter, habe ich mich erschrocken. Hab ich mich erschrecktet. So, ich werde jetzt erstmal kurz die Jacke und das Beil hier mal kurz rausschmeißen. So. Und so. So, und das restliche Fleisch werde ich leider vor die Haustür schmeißen müssen. Ja, und wie der Andi schon richtig geschrieben habe, ich lasse mich gerne von Argumenten überzeugen, wenn das dann so ist, dass ich sehe, okay, ja, ihr habt da recht. Und es ist total unsinnig, das so und so zu machen. Ist das für mich völlig in Ordnung. Es gibt aber einfach auch Fälle, da bin ich einfach anderer Meinung. Und ich kann mich eigentlich nicht über fehlende Toleranz beschweren. Ne? Das ist alles schon irgendwo im Rahmen. Ne? Aber irgendwann sind solche Themen halt auch einfach zu Ende diskutiert oder tot diskutiert. Ne? Weil ich einfach an manchen Sachen nichts ändern möchte. Und da speziell das Thema... Ich guck gerade nochmal auf die Uhr. Ja, wir rennen wieder zurück bis zum Bergwerk, würde ich sagen. Speziell das Thema mit dem Hungern, wo ich ja mit der lieben Arwen, die ich an dieser Stelle wirklich ganz herzlich grüße, und das ist auch überhaupt kein Vorwurf oder so. Ich habe mit der Arwen über dieses Thema ja echt oft und intensiv diskutiert. Und das ist auch, glaube ich, für beide Seiten in Ordnung, auch wenn die Arwen sich immer noch nicht mit den roten Hungerbalken abfinden kann. Ich sage euch aber Folgendes, der neue Schwierigkeitsgrad, der ist wirklich hart. Der ist um Faktor 10, 15 härter als Stalker. Und spätestens auf diesem Schwierigkeitsgrad müsst ihr euch alle mit gewissen Dingen abfinden. Nämlich hungern, dursten, unterkühlt sein. Da führt in den ersten Spielstunden kein Weg dran vorbei. Und ich habe es wirklich in keiner Session, die ich bisher angefangen habe, geschafft, auf diesem Schwierigkeitsgrad auch nur ansatzweise auf den 100% Zustand, mit dem man startet, zu bleiben oder da wieder hinzukommen. Keine Chance. Und es ist die Lebensmittel, der ganze Loot ist so extrem reduziert. Mein Hungerbalken ist eigentlich ständig rot gewesen und ich hatte gerade so ausreichend Lebensmittel, um abends vorm Schlafengehen ein bisschen was zu essen, damit ich über Nacht irgendwie so 20% regenerieren konnte. Also noch nicht mal wieder so viel essen, dass ich wieder voll werden konnte. Ne? Also von daher, es ist nun mal irgendwo ein Survival-Spiel und natürlich kann man sich drüber streiten, ist es notwendig, dass man hungert, wenn man 70 Kilo Fleisch im Schrank hat. Es ist natürlich nicht notwendig, aber es ist auch nicht notwendig, halt was zu essen, weil man so viel Fleisch da hat. Ne? Das ist ja nicht, also das, man könnte das jetzt echt mit der wirklichen Gesellschaft vergleichen. Ne? Das ist halt irgendwie so eine Wegschmeißphilosophie. Und ich versuche mich da im wahren Leben zu beschränken, was sowas betrifft. Und ich schmeiße halt echt ungern Sachen weg. Das ist im wahren Leben, ist das wirklich so. Was nicht bedeutet, ich sammle Schuhkartons leere, sondern das heißt einfach, ich versuche, die Mittel, die ich zur Verfügung habe, halt irgendwie bestmöglich zu nutzen. Und das habe ich von vornherein bei dieser Staffel gesagt, würde ich gerne versuchen, auf The Long Dark zu reproduzieren. Was nicht heißt, dass das in Stein gemeißelt ist. Ne? Also jetzt sind wir ja gerade in der Situation, wo wir wirklich viel zu viel Fleisch auf Vorrat haben. Und da sage ich auch, okay, weg mit dem Zeug, ne? Bevor ich das irgendwann wegschmeißen muss, weil es einfach nicht mehr haltbar ist. Was vermutlich bei dem einen oder anderen Stück passieren wird. Aber bei manchen Dingen hoffe ich einfach, dass ihr da Verständnis zu habt, wenn ich da meine Meinung zu habe und davon auch nicht abrücke. Ne? Es gibt ganz viele Beispiele, wo ich das irgendwann
anders gemacht habe, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Holz auf der Erde lagern zum Beispiel. Zum Beispiel, boah. Jetzt muss ich einen Schluck trinken, Sekunde. Und zum Glück war da noch ein Schluck drin. Das war der letzte Schluck. Oh Gott, ich habe nichts mehr zu trinken hier. Es gibt halt einfach Dinge, wo ich entweder spät erst von abrücke oder auch gar nicht von abrücken möchte, weil ich, wie gesagt, da einfach eine andere Meinung habe. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, ne? Das ist ja völlig in Ordnung. Und in letzter Konsequenz muss ich dann leider auch sagen, wen das so sehr stört, dass er sich darüber ärgert, dass er da negative Empfindungen zu entwickelt, dann sage ich ganz ehrlich, guck dir die Videos dann halt lieber nicht mehr an, weil ich möchte mit meinen Videos ja kein Leid verursachen, sage ich mal. Ne? Ob das jetzt emotionales Leid ist, ob das Updates erfordern einen Neustart. Ich hab's gewusst, ne? Wählen Sie diese Nachricht zur Planung aus. Ja, verpisst euch. Ich möchte ja durch meine Spielweise, möchte ich ja niemanden ärgern und auch, ne, wie gesagt, kein Leid verursachen oder Hass oder sonst irgendwas. Also, das liegt mir alles total fern. Es ist halt einfach nur so, ich habe halt meine eigene Spielweise und das, finde ich, sollte auch jeder haben. Und das soll dann die letzte Ausführung zu diesem Thema sein und auch in dieser Folge. Es gibt, finde ich, in so einem Spiel wie The Long Dark kein richtig oder falsch, sondern es gibt einfach nur einen anderen Weg. Und ich finde nicht, dass man, ich bin ja grundsätzlich eh kein Freund von Pauschalisierungen. Ne? Und wenn man sagt, so, es ist aber in The Long Dark das Beste, wenn man so und so handelt, dann kann das stimmen, rein sachlich. Das muss aber nicht dazu führen, dass jeder das so machen würde, weil dann wäre The Long Dark, egal bei wem ich The Long Dark gucken würde, einfach überall dasselbe und total eintönig. Und das will ich halt gerade nicht. Ne? Von daher, macht euch echt nicht so viel Kopf und versucht das Ganze mal ein bisschen flexibler zu sehen. Ne? Ich spiele The Long Dark nicht wissenschaftlich. Also ich analysiere da total selten. Und deswegen mache ich auch vieles vielleicht uneffizient oder und/oder uneffektiv. Das mag total sein, aber das ist mir wirklich relativ egal. Also ich finde das nicht schlimm. Ich finde das durchaus legitim, das zu machen. Aber ich würde sagen, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ich werde jetzt im Anschluss noch die Samstagsfolge, glaube ich, aufnehmen. Ja, das machen wir. Wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne, kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen oben nicht vergessen. Vor allen Dingen philosophieren. Ich bin echt sehr gespannt auf eure Ausführungen unter diesen letzten beiden Folgen, bei dem, was ich alles erzählt habe. An dieser Stelle würde ich dann sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von The Long Dark mit Elvira wieder. Bis dahin, tschüss!